Hallo und guten Abend, hier ist der Michael, DL6EO. Ich habe heute was Tolles aus China geschickt gekriegt. Und zwar, guck mal, ich hoffe, das heißt für Michael und nicht der Vollpfosten Michael. Und zwar in der Kiste ist ein, na, gucken wir mal, ob es ein bisschen schärfer wird. Ja, ein TH8600, ein Twinbander für 2,70 Meter, mobil. Wie man sehen kann, mit der Seriennummer 0003, made in China. So, also das ist ein relativ frisches Gerät. Man hat mir erzählt, der Apparat ist dafür gedacht, dass man zum Beispiel das auf dem Quad oder auf dem Motorrad montieren kann und dementsprechend soll es auch wasserfest sein nach IP67. Also der erste Blick ist schon mal das Stromkabel, das sieht cool aus, weil mit einer Hand lässt sich das nicht so einfach öffnen. Moment. Und zwar, was mir gleich aufgefallen ist, langes Kabel, 1, 2, Sicherungshalter drin, wasserfester Anschluss, das ist Mikrofon, da sage ich gleich noch mal was dazu. Ich suche erstmal die zweite Hälfte von dem Kabel. Die ist nämlich an dem Mobilgerät und wie man hier sehen kann, hält ordentlich Strom aus, ist wasserdicht und wird mit dieser Membran hier verbunden. So, nächster angenehmer Effekt ist das Mikrofon. Erster Blick, es klickt ordentlich, es ist vom Setup gut gemacht, Haptik ist gut, Halterung ist gut und es ist kein Western-Stecker drin. Das sieht so ein bisschen aus wie ein eingedampfter Stecker aus Flugfunk- oder CB-Funkzeit mit Überwurfmutter. Jedenfalls gut. Also als nächstes. Yes, Programmierkabel. Super. Mit einem normalen Mikro, USB-Anschluss und einer ja, No-Name-Panda-CD. Ihr könnt euch denken, was drauf ist. Nämlich der Standardtreiber Prolific 2302, glaube ich. Also noch nicht so relevant, was es damit auf sich hat, erzähle ich auch gleich noch ein bisschen. So, also nächstes. Okay, ein Mikrofonhalter ist auch noch da. Dann tun wir mal die Seite. So, jetzt das Mobilgerät. Ist es nicht putzig? Also, mit Lüfter, mit SO239, also PL-Anschluss. Seriennummer gucken wir mal, stimmt die? Wahrscheinlich nicht. Seht ihr, hat nämlich die Seriennummer 02. Ist auch nicht schlimm, das andere Gerät habe ich auch noch, ist auch schon am Strom dran. Kurze Erklärung. So, großes Display, ein Ausschalter, ein paar Funktionstasten, Knöpfe, okay, nice. Hier, mit einer Hand ist das schwierig. So, da haben wir den Mikrofonanschluss und auf der Rückseite sieht man so ein bisschen versteckt, hier ist ein Anschluss für externen Lautsprecher und für das Programmierkabel USB. So, alles gut und schön, sieht nett aus, aber schalten wir mal ein. Ach so, vielleicht eine Sache noch für den interessierten Einbau. Affinen Menschen. Das Gerät ist, genau wie in der Speck beschrieben, 10,5 cm lang, ohne Knöpfe und ohne Lüfter. Es ist so an die 10 cm breit und 3,2 hoch ab 0 gemessen. So, als nächstes gehen wir mal rüber. So. Hier ist das Gerät nochmal unter Strom mit der richtigen Seriennummer. Wer einen Vergleich haben möchte, hier ist so ein DV-Mega-Hotspot, sehr klein. Oder einen Apple-Ladestecker, so, also wirklich knuddelig klein. Also, dann schalten wir es mal ein. Moment. Ihr seht, man muss es lange drücken. Welcome steht auf dem Display und das war's schon. Also, das Mikrofon ist
beleuchtet, kann man einem dunklen erkennen. Okay, die zweite Funktionsebene, ich versuche es mal dran zu zoomen. Ja, doch, geht. Das funktioniert also auch, ne? Wenn man also auf FUN und dann SQL zum Beispiel drückt, FUN, SQL, dann kann man hier, Moment, ich gehe mal so ein bisschen ins Display, kann man hier die SQL-Stufe von 0 auf 9 hochdrehen und das funktioniert auch ganz gut. So, dann haben wir die PTT gedrückt. Das funktioniert. Die NF ist ausgezeichnet von dem Gerät, beim Senden sowie auch beim Empfangen. Wir wissen ja als geneigte China-Konsumenten, dass man die Bandbreite von Narrow, Medium und Wide beim normalen Traffic auf Wide setzen sollte, weil man sonst relativ leise übers Relais kommt. Okay, geh mal beiseite. So. Ja, was kann ich noch erzählen? Also was mir ganz gut gefallen hat beim ersten Ausprobieren war, dass sich die Frequenzen einfach so über die Tastatur eingeben lassen. Das funktioniert wirklich ganz gut. Die Funktionstasten sind auch weitestgehend clever angeordnet. Ich versuche es mal ein bisschen schärfer ran zu zoomen. So. Und dann gehen wir mal in die Utilities rein, was auch dann die ganzen Einstellungen anbietet. Radio Info. Für die, die es genau wissen wollen. Am 23.10. ist also die Firmware fertig gebaut worden und die Version sieht ziemlich frisch aus. So, also gehen wir mal wieder in die Utilities. Ich gehe mal kurz durch das Menü durch mit euch unter Radio Setting. Signal Select. Gute Frage. Man kann also hier auswählen, ob er auf DTMF 2-Ton- oder 5-Ton-Folge reagieren soll. Wie sich das im täglichen Betrieb auswirkt, keine Ahnung. Wer jetzt sagt, guck doch ins Handbuch. Ja, es gibt noch keins. Schauen wir mal. So, gehen wir mal wieder zurück. So, ich mache es übrigens mal ein bisschen lauter. Wer nämlich Interesse hat, wird gleich merken, dass das ein bisschen von Jaeso wohl geklaut wurde. So, Squelch Model. Keine Ahnung, man kann Squelch auswählen, sonst nichts. Keine Ahnung. Power Level ist klar. High, Medium and Low. High sollen 25 Watt sein, Medium 5, Low 1 Watt. Schauen wir mal, ich hatte noch keine Zeit, das an meinen Messplatz zu hängen. Gucken wir mal bald. So. Ich darf nicht so lange reden, weil sonst ist es dann weg. Bandwidth hatte ich eben schon gesagt. Width, Middle, Narrow. Sollte man auf Width bei Analog stehen lassen, dann ist das üblich laut, sonst wird es klein. Ein bisschen zu leise. CTC, DCS. Die üblichen Einstellungen will ich jetzt nicht weiter im Detail drauf eingehen. BusyLock ist halt, dass auf aktiven Frequenzen nicht gesendet werden darf. Eine DTMF-ID kann man eingeben, ja, defaultmäßig 001, bitteschön, brauche ich nicht so häufig. Olaf findet das Funkgerät übrigens auch gut, wie man sieht. Man kann noch eine 5-Ton-ID, man kann Timeout-Timer einstellen von, mal kurz gucken, na, 18, 20, eine Güte, das ist auch unnötig, die Funktion. Also unendlich, eine Minute bis 30 Minuten. Den Timeout-Timer. Auto-Power-Off hat es drin, das finde ich ganz nett. Halbe Stunde bis zwei Stunden oder ausgeschaltet. DTMF-Verzögerung von der Sendezeit. Ja, schön. Squelch-Level kann man auch nochmal hier im Menü verändern. Kann man aber auch direkt übers Mikrofon oder über eine Schnellauswahlfunktion hier vorne an der Taste hier auswählen. Da steht AB und darunter SQ. Da kann man das Squelch verändern von aus bis um 9. So, Scan Mode ist klar. Carrier, Träger oder Timeout, was auch nichts Besonderes. Display Mode, damit ist offensichtlich gemeint, entweder VFO, Kanalnummer oder den Namen, den man dem Kanal zugeordnet hat. Für uns nicht so relevant. So, TBST Free heißt Turn-Based, Tone Burst Frequency. Einen Moment. Und zwar ist damit gemeint 1750 Hertz in unserem Falle, den man hier an der Stelle von der Frequenz auswählen kann.
Und zwar funktioniert das auch ganz schick gelöst über die Pfeil-Runter-Taste. Wenn man also auf Senden drückt und die Pfeil-Runter-Taste am Mikrofon drückt, dann wird 1750 ausgelöst und man kann das Relais damit öffnen. Password-Lock, keine Ahnung, ist aus, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Backlight ist eine Timer-Einstellung. Ich habe es auf Dauer an, warum auch nicht. Bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Step, auch interessant, 833. Er muss wohl Flugfunk können. Ich weiß zwar noch nicht wie und in der Spec steht es auch, aber wie das genau gehen soll, keine Ahnung. Also, wir nehmen 12,5. Passt bei Analog immer ganz gut. Subscreen bedeutet, die Frequenzanzeige ist ja zweigeteilt. Man kann also den Subbereich oder das passive Band ganz ausblenden. Man kann sagen, ich möchte die Frequenz vom Subband angezeigt haben. Er empfängt es auch beides. Oder eben die Spannung, die an dem Gerät anliegt. Funktioniert in allen drei Varianten gut. Bin ich durchaus mit zufrieden. So, dann gibt es hier noch Key Fun. Damit ist nicht Fun, sondern Key Function gemeint. Man kann also hier den fünf Funktionstasten, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, kann man hier eine hinterlegte Funktion mitgeben. AB, Low, Monitor, also Squelch aus, Scannen aktivieren, Ton versenden von Speicher in den VFO wechseln oder Megahertz-Schritte machen. Oder muten. Habe ich nur ein bisschen ausprobiert, funktioniert. So, das ist wohl der Einschaltscreen. Da habe ich vorhin das Picture gestartet. Man kann auch den Namen von dem Gerät starten oder es ganz auslassen. Ja, Spielereien finde ich nicht so wichtig. Ja, Language. Also man kann es nicht auf Deutsch umstellen. Man hat die klassische Wahl zwischen Chinese und Englisch. Habe ich mich dann für Englisch entschieden. TX Channel. Das habe ich auch noch nicht so ganz geblickt. TX Channel Select oder Last Receive. Schauen wir mal. Ja, das Handbuch, wie gesagt, ist noch nicht fertig. TX Inhibit, denke ich mal, heißt das. Und das bedeutet wahrscheinlich nichts anderes, als dass, wenn ein Träger ansteht, dass ich nicht senden darf. Ja, und Reset. Habe ich noch nicht ausprobiert. Bis jetzt war es noch nicht nötig. Gut, ansonsten, die Funktionen sind eigentlich ganz cool gemacht. Also, wenn man hier auf Low drückt, dann hat es noch einen Bug natürlich. Dann kommen hier Ton und Squelch und DCS. Genauso wie hier drüben auch. Drück mal hier. Aber das werden sie noch in den Griff kriegen. Wenn man es länger drückt, hätte ich jetzt gehofft, dass schon Power umschaltet, aber das macht nichts. Das geht übers Mikrofon ganz gut. Megahertz, klar, kann man hier wechseln. Was nicht geht, interessanterweise, ist, dass man in diesen angemeldeten Flugfunkmodus wechseln kann. Keine Ahnung, wird man mir hoffentlich noch erklären. Memory, VFO-Modus, funktioniert gut. Abspeichern ist auch nicht schlecht, aber so ganz, ja, Spitzenklasse ist es noch nicht. Also es funktioniert halt so, man hält, Moment, sorry, man hält hier drauf und dann geht man hier drauf, dann ist es mit einem langen Piepton quittiert und es ist auf dem nächsten freien Speicherplatz gespeichert. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, wie man sieht. Also so, ja, es wäre schöner, wenn es mit dem PC geht, aber wird bestimmt. Gut, AB sieht man hier über die Tasten, lässt sich halt das obere und das untere Band umschalten. Man kann auch in beide Bänder die 2 Meter und die 70 Zentimeter Frequenzen so eintippen. Also wenn ich jetzt mal hier in dem unteren Band bin, ich versuche mal das Mikrofon zurück und gebe jetzt mal hier ein 4, 3, 9, 0, 8, 7, 5 zum Beispiel. Oh, das hat er jetzt nicht gemacht. Ratet mal warum. Ja, weil ich im Memory-Modus war. Ja. So. Fehler hinterm Endgerät. Also nochmal. 4, 3, 9, 0, 8, 7. Na, er merkt, letzte Stelle nach Step-Einstellung ist richtig. Also schon mal clever die Kiste. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nämlich noch nicht, wie man die Ablage in das Gerät reinkriegt. Gut, also ja, der klassische Funkamateur hilft sich spontan und macht einfach mal die Eingabefrequenz hierhin, drückt kurz die PTT und dann läuft das eigentlich auch. Gut, beim 2-Meter-Band ist genauso. Hier in dem Fall nehme ich jetzt mal dieses, drücke auf die AB-Taste, bin wieder in dem anderen Band
gib dann die Ausgabe ein, wechsel auf die Eingabe, drück die PTT und läuft, funktioniert. Und wie gesagt, was sehr schön ist, es ist höllenlaut. Also da haben sie richtig was gemacht. Ich mache mal ein bisschen leiser, es ist ja schon ein bisschen später heute. Funktioniert also. Modulation wurde mir auch durchweg sehr positiv bescheinigt. Funktioniert also. Was jetzt noch nicht so toll war in dem Gerät, war zwar halt diese tolle Programmiersoftware mit diesem super Panda-DVD-Teil oder was auch immer das sein soll. Sieht sehr niedlich übrigens aus. Der sieht man leider jetzt nicht. Also der Panda, der hat einen richtig schönen Silberblick. Jedenfalls, Kabel funktioniert, wird auch mit der Software, die im Internet ist, zumindest treibermäßig erkannt, also Prolific. PL2303 funktioniert, ist als COM3 aufgemacht worden. So, dann gibt es aber leider auf der Seite des Herstellers momentan, wenn man die Software runterladen will, nur ein JPEG von dem Funkgerät, mehr nicht. Gut, was macht man? Ja, ich lade mir Chirp runter, probiere es damit. Natürlich kennt Chirp das Gerät auch nicht. Ja, Pech gehabt, probiert man ein paar andere Mobilgeräte. Hat auch nicht geklappt. Also, ja, die freundlichen Kumpels aus China mal angesprochen. Und ich hoffe, ich kriege eine Software, die nicht chinesisch ist. Dann probiere ich es halt damit. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Der Montagebügel fehlte leider, aber gut, das sehe ich jetzt mal nach. Wie gesagt, Seriennummer 2 und 3, da gibt es ja noch was nachzuholen. Nee, ansonsten niedliches Gerät, wasserfest soll es sein. Ich schmeiß vielleicht nächste Mal rein ins Aquarium, wenn ihr wollt, aber erst, wenn ich die Programmiersoftware und vielleicht das Haltekabel habe. Gut, das soll es mal für mein erstes Handy-Video und im schnellen Unboxing gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, tut sie unten in die Infobox rein und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wenigstens auf die Schnelle zu dem Gerät erklären. Also, dann einen schönen Abend für euch und durchhalten. Tschüss!